Ich komme vom Verein Politik Digital e.V. Also wir hatten hier Mathematik Digital, jetzt ist es Politik. Und ich darf Ihnen heute vorstellen, was es mit dem Projekt Aula Schule gemeinsam gestalten auf sich hat. Aula ist eine Online-Plattform, die es Schülern ermöglichen sollen, aktiv ihre Schule mitzugestalten. Sie besteht aus drei verschiedenen Elementen oder Pfeilern. Das erste ist die Online-Plattform, klar. Das zweite ist ein didaktischer Leitfaden. Das bedeutet, wir versuchen gerade den Lehrkräften auch etwas in die Hand zu geben, mit dem sie Aula auch besser nutzen können. Und das dritte ist der Rahmen, beziehungsweise rechtliche Rahmen auch. Ganz am Anfang von der ganzen Aula-Geschichte steht ein Vertrag zwischen Schülern, Lehrern, Schulleitungen und den Eltern, also der gesamten Schulkonferenz, die dann abstecken, welche Sachen sie über Aula abstimmen dürfen. Wir sind gerade noch in der Pilotphase. Das bedeutet, wir haben vier Pilotschulen in ganz Deutschland, also dieses schöne Viereck Hamburg, Jena, Notteln und Freiburg, kennt, glaube ich, jeder. Und hier testen die Schulen die Benutzerfreundlichkeit, aber natürlich auch den Einsatz einfach im täglichen Schulbetrieb. So sieht die ganze Geschichte dann aus. Es gibt zwei Klassen, also es gibt zwei Räume für die Schüler. Auf der einen Seite der Schulraum, auf der anderen Seite der Klassenraum. Die Idee ist, dass die Schüler ihre eigenen Ideen in den jeweiligen Raum einstellen und dann gemeinsam diskutieren bzw. auch argumentieren, warum eine Idee gut ist oder schlecht. Das passiert nicht nur online, sondern auch offline. Und dann kommt es in die nächsten Phasen. Die sind jetzt hier einmal alle vier aufgezählt. Es ist einerseits die Ausarbeitungsphase, so ein bisschen das Herzstück der ganzen Geschichte. Hier geht es darum, Kompromisse zu finden. Es geht darum, gemeinsam kollaborativ zu arbeiten. Die nächste Phase ist diese Prüfungsphase. Deswegen musste ich das am Anfang auch mit dem Rahmen sagen. Sagt dann die Schulleitung, ob irgendwas eben in diesen Rahmen, in den Aula-Vertrag, wie wir ihn nennen, eben reinfällt oder nicht, und muss aber, wenn er ihn ablehnt, auch begründen, warum er ihn abgelehnt hat. Die dritte Phase ist dann auch wirklich die Abstimmungsphase. Also jeder Schüler hat einen Account, jeder Schüler kann direkt abstimmen oder als kleinen Add-on auch seine Stimmen weiter delegieren. Das ist für uns Liquid Democracy. Und dann können die Schüler darüber entscheiden, ob eine Idee umgesetzt werden soll in der Schule oder nicht. Das Letzte ist dann die Umsetzungsphase. Das bedeutet, da geht es auch wieder darum, die Schüler zu motivieren bzw. auch anzuleiten, dass sie ihre Ideen auch umsetzen. Was machen wir hier vor allen Dingen? Also es geht natürlich primär, wie ihr wahrscheinlich auch so verstanden habt, um die Demokratiekompetenzen. Es geht um politische Bildung, also hier wird Schule gelebt, also hier kann man wirklich auch Schule, sage ich schon, Demokratie erleben. Auf der anderen Seite vermittelt es aber auch Medien- und Digitalkompetenzen, einfach nur durch diese Plattform und vor allen Dingen durch den didaktischen Leitfaden, der Unterrichtsmaterialien dafür bereithält. Hier sind auch verschiedene Metakompetenzen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, das würde den Rahmen sprengen, deswegen komme ich zur letzten Folie. Unsere bisherigen Erfahrungen. Die Einführung von Aula ist immer sehr politisch. Das bedeutet einfach, eine Schule muss sich dafür aktiv entscheiden, Aula zu nutzen. Es bedeutet aber auch, dass sich Strukturen verändern können. Es wird sehr, sehr viel transparent in der Schule, was positiv wie negativ sein kann. Es braucht immer, und das ist, ich glaube, jeder, der im Schulbereich tätig ist, braucht es ein, zwei engagierte Lehrer, die das Projekt mit begleiten. Das bedeutet, die Hauptaufgabe oder beziehungsweise die Hauptverantwortung liegt natürlich bei den Schülern und die sind auch die dafür zuständig, dass Aula funktioniert. Aber ohne Lehrer geht es meistens nicht. Schülerinnen machen sehr, sehr viel freiwillig. Sie haben viele wirklich schöne Initiativen schon reingebracht. Als Ideen, zum Beispiel den Smartphone-Tag in Freiburg. Und zum Abschied ist es einfach ein super Tool, um die ganze Schule gemeinsam bzw. einfach zu vernetzen von der 5. bis zur 13. Klasse. Und das ist das Projekt Aula.